Herzlich willkommen mit dieser super Idee, die Leute zum Lachen zu bringen. Hier für euch Agnes Kasalke. Viel Spaß. Die schönsten Frauen, die Köln zu bieten hat. Und ich mittendrin, hör mal. Also da freut man sich doch. Was freue ich mir, und ihr seht wirklich, es ist beängstigend, wie schön ihr alle seid. Meine Herren, du. Also da muss ich ehrlich sagen, Dames, es ist wunderbar und es ist mir ein Fest und deswegen habe ich gedacht, Agnes, du weißt, wie schön die Frauen in Köln sind, da kannst du nicht mit der normalen Kittelschürze hinkommen. Hör mal, was sagt ihr zu meinem? Ich hab mir gedacht, zu viel Glitzer geht nicht, ne? Hör mal, ich bin eine laufende Disco-Kugel jetzt. Mädels, guck mal, habt ihr gesehen, sogar mein Schrubber ist... Hör mal, ja. Ja. Helene Fischer hat nur ein Glitzer-Mikro. Was soll ich sagen? Ich habe den längeren. Aber ich habe jetzt mit diesem Social Media habe ich jetzt nicht so. Ne? Bin da ganz ehrlich, bin da auch noch ein bisschen oldschool, muss ich sagen. Ne? Ich habe auch gerne noch mal so ein richtiges Magazin in der Hand, weißt du? Ne? Zum Blättern so, ja. So eine Playboy zum Beispiel. Ne? Ja, und ganz ehrlich, da habe ich letztens so eine Playboy in der Hand. Und wer steht da auf der Titelseite? Desiree Nick nackt. Mit 66 Jahren. Mädels, ganz ehrlich, frei nach Udo Jürgens. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66. Jawohl! Ist noch lange nicht Schluss. Und wenn Desiree Nick mit 66 Jahren auf der Cover von The Playboy kann, dann gehöre ich ja wohl auf der Titelseite von der Apothekenumschau, oder? Ja. Gut, ich weiß, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das ein oder andere Gramm habe ich zu viel. Ne? Aber das ist ja, kennt ihr das? Weißt du, du fühlst dich jung. Attraktiv, dynamisch und dann hängen auf einmal die Spiegel da. Ne? Ja, Mädels, und ich muss euch das nicht erzählen. In der ersten Woche des Jahres wirst du gnadenlos auf den Boden der Realität zurückgeholt, wenn die ganzen Discounter zur Fitnessoffensive blasen. Die ganzen Prospekte, da gibt es nur Fitnesszeug drin. Meine Güte, kriegst du dringend schlecht, die wissen von den Feiertagen noch das ein oder andere Pfund zu viel, ne? Ja, und da muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr waren sie pfiffiger. Haben sie sofort in derselbe Prospekt, haben die jetzt auch für die ganzen Amateure, die sich direkt übernehmen, haben sie auch Bandagen für jedes Körperteil mit immer. Unglaublich, hör mal. Aber das Neueste, Must-Have im Fitness-Sektor. Mädels, ich muss ja nicht sagen, was das ist, ihr erkennt es sofort. Ich mache es kurz vor. Ja. Hör mal. Was soll ich sagen, Hula Hoop war gestern. Ich habe mir letzte Woche noch der Hula Hoop-Reifen von unserer Chantal ausgeliehen. Was soll ich sagen? Passte wie angegossen. Nein, es gibt jetzt was Neues, Mädels. Hula Hoop für Amateure. Und zwar der Fitnessreifen. Ungelogen, das ist eine Hula Hoop-Reife, der bindest du dir um. Da ist eine Schnur dran mit einer Kugel. Und diese Kugel musst du dann durch Bewegen der Hüfte. Ich bin jetzt schon außer Puste.
musst du diese Kugel um die Hüfte schießen. Ich sag zu meiner Erwin, das ist quasi wie der Mond, der um die Erde sich dreht. Hä? Ja. Da sieht meine Erwin, nur bei dir ist die Umlaufbahn noch größer, ne? Mensch, und dann in diesem Discounter, in diesem Witness-Prospekt, Mädels, vegane Leggings. Jetzt, wovon sollen die sein? Von freilaufenden Polyameden oder was? Ganz ehrlich, vegan. Und ich habe letztens, ich hatte mit den Leggings, so, muss ich sagen, ich habe meinen Kleiderschrank letztens aussortiert. Mädels, ungelogen, in meinem Kleiderschrank Klamotten für 6 Frauen in 5 Größen für 4 Jahreszeiten. Ja, nur für mich war nichts dabei. Hör mal, ich habe rigoros aussortiert. Mädels, und das ist ja das Dumme, wenn du so einen Kleiderschrank aussortierst, dann musst du die Sachen ja nochmal anziehen, um zu gucken, ob das Kleider wirklich zu groß geworden ist. Ihr kennt das, ne? Ja, und da habe ich eine Leggings angezogen. Mädels, ich sage euch, wenn ich die anhabe, brauche ich keine Kompressionsstrümpfe mehr. Die bauen ja so einen Druck auf diese Kompressionsstrümpfe. Das ist, ich finde, das ist vergleichbar mit dem Druck, der so auf dem DFB lastet gerade. Ne? Und unter Druck macht man Fehler. Das haben wir jetzt hier in Köln ja auch gesehen, ne? Haben sie aus Versehen den Trainer vom FC entlassen und Kardinal Wölki ist immer noch da, ne? Ja. Hör mal, ich bin auch auf alle Wölki gefallen. Ich erzähle jetzt aber nichts mehr vom Sport. Man soll ja nicht von was reden, wo man keine Ahnung von hat, Mädels. Aber macht Sport. Ja, gut, dass ich das jetzt aus hier. Ich habe es letztens auch noch mal mit Liegestützen versucht. Liegen kann ich, Stütze kriege ich nicht. Krieg ich nicht hin, ne? Nee, da habe ich letztens gesagt, Mensch, Agnes, komm, das geht bei so vielen, klappt das, versuch es noch mal mit Weight Watchers. Da ist ja dann immer montags nackig wiegen. Immer diese irritierten Blicke im Supermarkt in der Obstabteilung doch. Ne? Jetzt kommt's immer ehrlich. Mein Mann ist nackig auch keine Adonis. Ist eher eine Adipositas, weißt du? Ja. Aber irgendwann gewöhnst du dich an alles, ne? Dann nimmst du mit dem Vorlieb, was du zu Hause finden kannst. Und das ist ja Wissen. Ich sauch mir das ja nie aus den Fingern, Mädels. Ist wissenschaftlich belegt, immer mehr Paare entfremden sich mit der Zeit. Ich meine, das kann hier Dingens und mir nicht passieren. Wie heißt das? Erwin. Ja, oh wie. Ihr lacht, ich hab das jetzt im engeren Umfeld erlebt. Unsere Nachbarn haben jetzt Blumenhochzeit gefeiert. Sie ist verwelkt, er ist verduftet. Ja, und dann haben wir dann tatsächlich jetzt neue Nachbarn bekommen. Wisst ihr, so Sicherheitsfanatiker. Seit die bei uns auf der Straße wohnen, weht dann ein scharfer Wind. Bei denen ist sogar die Buchstabensuppe Passwort geschützt, hör mal. Ja, und er ist so eine Technik-Junkie, eine, weißt du, immer höher, schneller, weiter, immer nur das Beste. Steht er letztens vor mir, sagt er, Agnes, wir haben ja jetzt Soda-Stream. Ja, ich sag, wir bleiben erstmal bei Netflix, ne? Ah, sagt er zu mir, hast du denn TikTok? Ich sag, ja, 9:30, ne? Er ist aber noch gar nichts, sie ist viel schlimmer. Weißt du, sie ist so eine hochnäsige eine. Weißt du, immer was Besseres, ete, petete. Ich sag euch, Mädels, diese Frau kriegt keinen Fußpilz. Die kriegt Trüffel. Ne? Ja. Müsst ihr euch wegtun, haben jetzt schwedische Forscher in einer Studie herausgefunden, dass Frauen, die ohne BH joggen, längere Brüste kriegen. Da
Das ist kein Witz, dafür haben die studiert. Also Frauen, die ohne BH joggen, bekommen längere Brüste. Bei uns auf der Straße drehen ein paar ganz pfiffige Nachbarn, sind hingegangen, haben angefangen, ohne Unterhose zu joggen. Ne? Nee, ich meine, das muss, wie gesagt, Sport ist gut, Leute. Wenn du überhaupt noch irgendwo Sport machen kannst heutzutage. Mittlerweile sind die Turnhallen entweder baufällig, ne? Oder werden Betten drin aufgebaut. Ja, ist ja schwer. Bei uns im Ort haben sie die Eishalle jetzt zugemacht. Aus Kostengründen wird bei uns das Schwimmbad wird nur noch Bahn 5 und 6 befüllt. Ja, der braucht was, ne? Ja. Wasser fließt ja langsam, ne? Es ist wirklich, nein, hab das im engsten Umfeld jetzt erlebt. Eine meiner engsten und besten Freundinnen, möchte jetzt auch keinen Namen nennen, aber die Erika, die hat so viel Angst vor der nächsten Stromrechnung, die ist jetzt von ihrem Vibrator wieder auf ihren eigenen Ehemann umgestiegen. Ich hab ja meinen Erwin auch. Mädels, und mit diesem Mann, mag er sein, wie er will, war ich im letzten Jahr 40 Jahre verheiratet. Und ich muss es euch sagen, wie es ist. Meine Erwin hat mich überwältigt. Der hat mir zu unserer Rubinhochzeit, da kommen mir fast wieder die Tränen. Der hat mir eine Schlagerkreuzfahrt geschenkt. Ich auf einem Schiff mit Roland Kaiser und Olaf dem Flipper. Das war der helle Wahnsinn. Ich war sowas von aufgekratzt, hör mal, wie ich über die Gangway mit meiner Erwin zu der Schiff hin. Ich sag zu meiner Erwin, frei nach Roland Kaiser. Ich sag, ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dass man so total den Halt verliert. Und dann auf der Schiff ging es weiter, Mädels. Auf die Kabine, 50 Passagiere hatten eine Einladung zu einem Privatkonzert von Roland Kaiser. Und was meint er, wer dabei war? Immer meine Aufregung, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war so weit von aus, Heusken. In dem kleinen Saal 49 Leute und ich und Roland Kaiser. Immer wenn ich diesen Namen schon ausspreche, Roland Kaiser, durchfahren mir immer so erotische Schauer, wisst ihr? Und dann fängt der Roland Kaiser an zu singen. Ein Lied, zwei Lied, fünf Lieder, sieben Lieder. Und irgendwann hat es mich übermannt. Mensch, ich war so aus dem Häuschen, da habe ich jegliche Kontenanze, habe ich verloren. Und vor lauter Begeisterung habe ich meinen BH auf die Bühne geworfen. Ja, da sind die anderen alle aufgestanden, weil die gedacht haben, der Vorhang wäre gefallen. Ja, das heißt, fast alle sind gegangen. 49 sind gegangen und nur Roland und ich waren noch da. Und dann steht dieser Roland Kaiser auf der Bühne, guckt mir tief in die Augen und singt mich an. Manchmal möchte ich schon mit dir diesen unerlaubten Weg zu Ende. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Mensch, immer wenn es spannend wird. Der nächste Tag sollte besser werden. Hör mal. Es war ein Traum. Meine Erwin und ich hatten unseren großen Auftritt am Pooldeck. Ich im neuen Dress. Mädels, was soll ich sagen? Knallroter, hautenger Badeanzug. Darüber farblich passende Pareo. Ich muss sagen, Popken Ulla hat sich selbst übertroffen. Ne? Hey. Meine Erwin neben mir im knallroten Badeslip. Wahnsinn. Und dann standen wir so an der Geländer von der Empore über dem Pooldeck
Sobald wir da erschienen waren, unten, die ganze Crew dreht sich um, guckt nach oben und fängt sofort an. Die rote Sonne von Barbados, für dich und mich scheint sie. Und dann bin ich die Treppe runtergegangen. Das heißt, die ersten zwei Stufen von der Treppe. Dann kam sie. Die Windbö. Die hat sich so unglücklich unter meine Pareo gesetzt, dass der sich zum Segel aufgeblasen hat und mich rumstig in der Pool reingeblasen hat. Wie Superwoman bin ich da in dem Wasser. Ja, ja, da lacht der Bierstar. Meine Erwin nicht gezögert, sofort die Treppe runter in seinem knallroten Badeslip. Jetzt muss ich zur Erklärung kurz sagen, in diesem knallroten Badeslip habe ich meine Erwin vor 41 Jahren schon kennengelernt. Eigentlich ist er doch nur noch reingekommen, weil sich natürlich in 41 Jahren Elastan verflüchtigt hat. Ne? Ist wohl schön, es ist noch von Hand das Seepferdchen aufgenäht. Ne? Mädels, und ich muss euch nicht sagen, wie so eine Badeslip ohne Elastan aussieht. Ich sage es mal vorsichtig, blickdicht ist anders. Und mit diesem knallroten Badeslip ist meine Erwin dann in der Pool reingeglitten. Es hatte schon was von, wenn bei Capri die rote Sonne. Der nächste Tag sollte besser werden. Ich sag zu meiner Erwin, ich sag, Erwin, ich sag, ich möchte aber, wenn ich auf so eine tolle Reise bin, ich möchte auch ein bisschen Farbe kriegen. Ah, aber auf so einem Schiff, du bist ja nie alleine. Muss ich sagen, da hatte meine Erwin wohl eine super Idee. Ich wollte natürlich auch nahtlos braun werden. Ja, genau, ho. Du bist ja, da sind ja Menschenmasse drauf, auf so eine Nussschale. Muss ich wohl sagen, Erwin, super Idee. Da sind wir während dem Mittagessen, weißt du, alle unten im Speisesaal um die runden Tafeln, lecker am Verschnabulieren. Da sind meine Erwin und ich nach oben auf der Sonnendecke geschlichen. Mädels, was soll ich euch sagen? Keine Menschenseele war da oben. Nix, wie leer gefegt war es da. Hab mir sofort die Klamotten vom Leib gerissen, barf mir auf der Sonnendeck. Sonne macht mich knackig braun und meine Erwin hat schmierig gestanden. Ach, war das schön. Nach 5 Minuten kommt da so eine Stuart angerannt. Sagt ihre Frau, kann ich nicht nackig Sonnenbad? Sagt meine Erwin, jetzt gucken Sie sich bitte um. Hier oben ist keine Menschenseele, sie stört doch niemanden. Außerdem sagt meine Erwin, sind wir doch mal ehrlich, meine Frau liegt auf dem Bauch. Von hinten sehen wir doch alle gleich aus. Der Stuart ließ sich nicht erweichen. Sagt ihre Frau, kann ja aber nicht nackig Sonnenbaden. Um Himmels Willen, sagt meine Erwin, wieso denn nicht? Ja, sie liegt am Glasdach vom Speisesaal. Hätte ich merken müssen, dass da was nicht stimmt, als die Saalkapelle unter mir einen Stern gespielt hat. Soll ich sagen, hätten die gesehen, wie ich mir den Hintern verbrannt habe, hätten die besser das rote Pferd gespielt. In diesem Sinne galoppiert das rote Pferd jetzt davon. Mädels, ihr wart einfach spitze. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.